Ja, einen schönen Vormittag auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier bei diesem wunderbaren Ausstellungsprojekt dabei zu sein. Und ich habe mir die Frage gestellt, welche zukunftsweisenden künstlerischen Ausdrucksformen und auch Themen sich in unserer Gegenwart herauskristallisieren. Und ich habe dann 6 künstlerische Positionen ausgewählt, eine aus Italien, 4 aus Österreich und eine künstlerische Position kommt aus Brasilien. Ich habe mir die Frage gestellt, wie Künstlerinnen und Künstler in einen spannungsvollen Dialog zwischen analoger und digitaler Welt treten, diese symbiotischen Verbindungen von neuen Technologien und dem menschlichen Körper etwa eingehen. Gleichzeitig werden immer wieder bei künstlerischen Positionen der Gegenwart die Grenzen des Kunstbegriffes neu ausgelotet. Die Kunstwerke interagieren mit Objekten und dem Publikum, mit dem Körper und dem Raum. KünstlerInnen arbeiten sehr häufig, gerade in der Gegenwartskunst, partizipativ, sich hinterfragen immer wieder aufs Neue den Werkcharakter und unterlaufen auch die Rolle der künstlerischen, vielleicht auch manchmal der kuratorischen Autorenschaft und verhandeln Fragen der Wahrnehmung, besonders der medialen Wahrnehmung. Und man sieht etwa hier in der ersten Folie Arbeiten von Christian Patzer und Hegemark, der für einige seiner Werke sogenannte Zeichenmaschinen verwendet. Basis hierfür ist eine Software, die er selbst entwickelt hat und Fotos auf ihre Kanten abtasten und in Vektoren umwandeln lässt. Durch die digitale Manipulation werden dann diese Fotos sehr stark abstrahiert und in ein neues, in ein artifizielles Bild umgeführt, um dann nach einem Übertragungsprozess auf ein klassisches Blatt Papier analog immer wieder auch vom Künstler nachbearbeitet zu werden. Wir sehen in dieser Folie auch Arbeiten von Roberta Lima. Roberta Lima zeigt hier einen Ausschnitt ihrer Installation Ghost Blend. Sie ist eine Künstlerin, die immer wieder performativ im Raum und mit Architektur arbeitet. Und wir sehen einen monumentalen Strang an Netzkabeln, roten Netzkabeln, die durchaus auch an menschliche Adern erinnern. Diese ergießen sich in den Raum und ihren Ursprung haben diese Netzkabel in einer Kiste, die mit Erde gefüllt ist. Und die Künstlerin hat sich hier inspirieren lassen von den kommunikativen Systemen der Natur, den Wood Wide Web, wie es so schön heißt, von Pilzen und Baumstämmen oder Waldbäumen. Und Roberta Lima schafft hier ein durchaus technoides, wie auch natürlich anmutendes System der Unterstützung, der Vernetzung und der Verbindung. Jetzt gibt es noch einen zweiten Blick in den Raum und im Hintergrund kann man hier eine Arbeit sehen, die von der Künstlerin Rosmarie Lukasser geschaffen worden ist. Rosmarie Lukasser ist eine Künstlerin, die vor allem Skulpturen und Objektarbeiten schafft und sich interessiert für die digitalen Auswirkungen und Vernetzungen der Selbst- und Fremdwahrnehmung des Menschen. Bekannt sind vor allem ihre sehr fragilen Objekte, Plastiken aus Gips, Wesen zwischen Mensch und Maschine. Und ganz neu ist diese Arbeit hier in der Ausstellung aus roter Terrakotta gefertigt. Eine durchaus archaisch wirkende, am Boden kauernde Kreatur. Das sieht man jetzt hier nicht, aber es gibt hier Kabel und Elektronik ebenfalls und gleichzeitig wirkt diese Kreatur durchaus wie von einer zukünftigen Welt stammend. Oliver Large ist ein Künstler, der jetzt hier auf den Fotos nicht zu sehen ist, der sehr stark mit digitalen Kopien von kunsthistorischen Skulpturen und Artefakten arbeitet, solche eben herstellen lässt und die Scans auf seiner Homepage zum Gratis-Download, wie er betont, zur Verfügung stellt und in einem weiteren Schritt dann eben auch diese digitalen Skulpturen wieder analog in einem aufwendigen Druckverfahren anfertigen lässt und natürlich hier Fragen der Aneignung, der Originalität, der Autorenschaft stellt, beziehungsweise auch Fragen der digitalen und analogen Wirklichkeitskonstruktion. Und in der Ausstellung ist eine Arbeit von Johannes dem Täufer zu sehen, eine mittelalterliche Skulptur, die er hier neu hat machen lassen. Von Bernd Oppel, da kann man eine Videoarbeit hier ein wenig erkennen. Von Bernd Oppel gibt es 2 Arbeiten in der Ausstellung, ein architektonisches Modell und eine Videoarbeit. Und in seinen Arbeiten spürt der Künstler immer wieder der Frage nach, wie wir uns in Räumen bewegen, welche Beziehungen wir zu Räumen aufbauen, in Fremde und selbstgeschaffene, in reale und virtuelle Architekturen, in äußere, in innere, in psychische oder auch physische Räume. Und etwa in der Ausstellung ist ein Modell eines Kinosaals zu sehen, in dem wir blicken und auf der gegenüberliegenden Seite merken wir plötzlich, dass wir selbst beobachtet worden sind und selbst mit einer Videokamera aufgenommen worden sind.
Und schließlich eine letzte Position, die ich noch vorstellen möchte, ist jene von Hannes Ecker. Hannes Ecker arbeitet immer wieder mit gesprochenen Handlungsanweisungen, um uns zu ungewohnten Handlungen und auch Blickwinkeln zu verleiten, um dann über Realität, über Raum und das eigene Ich nachzudenken. Und er ist ein Künstler, bei dem eigentlich erst durch das partizipative Mittun das Werk wirklich zum Leben erweckt wird. Und auch da habe ich mich sehr gefreut, dass der Künstler eine neue Arbeit für die Ausstellung geschaffen hat, mit dem Titel Die Wahrheit braucht neue Bilder. Und mit sehr einfachen wie poetischen Mitteln gelingt es hier, dem Künstler mit dem Besucher in eine Interaktion zu treten und Fragen nach künstlerischer Autorenschaft ebenso zu stellen wie nach digitaler Intimität in Zeiten der Pandemie. Das war ein bunter Streif von 6 Positionen und jetzt möchte ich das Wort weitergeben an Susanne Weiss.